willkommen, Gratulation zu diesem tollen Film. Wie hast du die Dreharbeiten hier in der Schweiz erlebt? Ach, das war herrlich. Ich als alter Schweiz- und Bergfreund, ich bin auf die Berge gekommen, weil ich in Schweiz, ich habe in Zürich habe ich 4 Jahre, 5 Jahre Theater gespielt und habe irgendwann gemerkt, wenn ich, da war immer Nebel in Zürich. Wenn man aber so auf 800 Meter geht, dann ist man über dem Nebel und dann sieht man die wunderschönen Berge. Und dann habe ich angefangen, Berg zu steigen. Und genau das Gleiche habe ich hier mit meinen Kindern gemacht, die mich begleitet haben während der Dreharbeiten. In Bondo, in Solio, in Maloja haben wir gewohnt, direkt am Maloja-Pass. Wir waren hier in St. Moritz. Meine Kinder sind zum ersten Mal wirklich selbstständig, alle drei mit dem Bus gefahren von Maloja nach St. Moritz. Und da habe ich sie hier eingesammelt. Wir sind viel auf die Berge gefahren und sind mit den Trottinetts wieder heruntergesegelt oder gerollert, dabei verunfallt und weitergemacht. Und wir waren Schlittschuhlaufen in St. Moritz, wir haben den Kitesurfern zugesehen auf dem See. Wir haben eigentlich die tollsten Sachen gemacht. Das ist fast ein Nachhausekommen jetzt für diese Dreharbeit. Ja, ich habe das auch geliebt. Ich habe auch diesen Film deswegen machen wollen. Ich wollte mit Caroline Link, die ich wahnsinnig schätze, freue mich unglaublich, dass ich mit einer Oscar-Gewinnerin und einer so feinen Frau, die so toll mit Kindern arbeiten kann, diesen Film machen konnte und wollte auch zum ersten Mal einen Film machen für Kinder. Weil ich nach der ganzen, ich habe 30 Jahre Theater gespielt und ich habe alle deutschen Klassiker und die Weltliteratur hochgejubelt und auseinandergenommen, zertrümmert und wieder neu zusammengesetzt und so viel modernes und neues und innovatives Theater gemacht, bis mir irgendwann habe ich so die Sehnsucht danach bekommen und das ist, jetzt bin ich in dem Alter, dass ich die Sehnsucht nach ganz naiven Vorgängen habe. Märchen zu erzählen, Kinderfilme zu erzählen, auch im Theater. Ist das, was ich mir am schönsten vorstellen könnte, ist, dass es wieder einen Vorhang gibt, wo man noch nicht weiß, was dahinter steht. Der Vorhang geht auf und dann passiert, kommt ein Kasperle oder sonst was, dergleichen, ganz naiv. Und dann geht er wieder zu. Und ja, so ein bisschen ist dieser Film, das ist ein Familienfilm, ein Kinderfilm, Familienfilm, der sich ein schwieriges Thema sehr leicht annimmt und immer nur eigentlich das Gute zeigt, in der Flucht. Ein Mädchen erzählt aus der Perspektive einer Neunjährigen, die sagt, es ist herrlich, Flüchtling zu sein. Und das ist wahnsinnig anrührend, diese Geschichte. Ne? Und gleichzeitig schrecklich, dass ein Mensch, der größte Theaterkritiker seiner Zeit war, der größte Literaturkritiker seiner Zeit, Alfred Kerr, von jetzt auf gleich verstummt ist, weil es keine freie Meinung mehr gab. Und es ein Land gab, das gesagt hat, du musst morgen weg, sonst bist du weg. Und dann ist dieser Mann ausgereist und zum Glück konnte er in die Schweiz. Leider ist er dann nicht verlegt worden und musste weiterfliegen. Weil auch die Schweizer damals zu ängstlich darum bedacht waren, ihre Neutralität zu wahren. Dass er vor einem eingefleischten Gegner der Nazis die Schriften veröffentlicht hätten. So ging er weiter nach Frankreich und dann Richtung England. In ein Haus, aus dem Judith Kerr nie wieder ausgezogen ist. Ja, verrückt. Und es war mir gar nicht bewusst, dass es ein Kinderfilm gibt, um die Kinder diesem Thema nahezubringen. Ja. Aber es ist eine tolle Sache. Also es hat mich berührt und überrascht. Wie ging es dir? Ja, mir geht es ähnlich damit. Also es ist ein Film, der in dem eigentlich dramatisch relativ wenig passiert. Es gibt auch nicht die Schrecken der Nazis. Es gibt, der flieht ja zu Beginn des Films, genau wie zu Beginn des Buches, fliehen die. Sie fliehen gleich zu Beginn und dann landen sie in der Schweiz. Und eigentlich geht es ihnen noch ganz gut, so denkt man. Es passiert gar nicht so viel. Was passiert ist, der Kontakt zwischen Vater und Tochter, der immer inniger wird, der immer protektiver wird, des sich Bewusstwerdens des Judentums, dass man sich das erst auf der Flucht bewusst wird, in der Ausgrenzung, dass man wird ausgegrenzt für etwas, was man gar nie gelebt hat. Der hat ja das Judentum nicht gelebt, der Alfred Kerr und seine Familie, sondern sind erst in die Synagoge gegangen, nachdem sie eigentlich ausgegrenzt wurden, um zu Gleichgesinnten zu gehen. Und trotzdem beschrieben aus dem Blickwinkel einer Neunjährigen, die sagt, das ist so ein berührender Satz, jetzt kann ja doch noch was aus uns werden, wir können jetzt doch noch berühmte Menschen werden, weil wir jetzt eine schwierige Kindheit hatten. Das mich berührt, das muss gleich auch... Ja, ist so. Das ist verrückt. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Dankeschön. Sehr gerne.